Liebe Rohrbauerinnen und Rohrbauer, heute stehen wir mal an der Bahnhofstraße am Bushalt Mauer. Und da haben wir ja diese Woche das Problem gehabt, nachdem der ÖPNV jetzt eingeführt wurde, dass diese Haltestelle noch nicht bedient wurde. Das ist jetzt mittlerweile mit dem Landratsamt so abgestimmt, dass ab nächsten Montag die Haltestelle für die Schüler auch wieder bedient wird. Da gab es ein Missverständnis in Richtung Landratsamt. Denn tatsächlich war vorgesehen, diese Haltestelle Mauer in die Haltestelle Bahnhofstraße umzubenennen und nicht eine zusätzliche Haltestelle Bahnhofstraße draußen am Edentalweg zu schaffen. Nichtsdestotrotz wird diese Haltestelle am Edentalweg jetzt auch erstmal Bestand haben und zum 01.01.24 kann es dann nochmal sein, dass man die Erfahrungswerte, die jetzt hier gesammelt wurden, dann, dass man die einfließen lässt in einen neuen Halteplan. Genau, jetzt ist er noch vorbeigefahren, nächste Woche bleibt er stehen. Ansonsten darf ich berichten von der Gemeinderatssitzung am 8.11., also letzten Mittwoch. Wir durften verabschieden unseren langjährigen Geschäftsleiter Peter Krämer in seinen wohlverdienten Ruhestand und die Uschi Meindorfer, Herz und Seele unseres Einwohnermeldeamtes und Gewerbeamtes, die haben wir auch in den Ruhestand verabschiedet nach jahrzehntelangem Arbeiten und Wirken in der Gemeinde. Ihnen beiden wünschen wir natürlich das Allerbeste. Wir haben den Nachtragshaushalt für dieses Jahr beschlossen. Grob gesagt, es verschieben sich einige Projekte ins Folgejahr. Andere Projekte stellen sich halt einfach kostengünstiger heraus. Und wir haben im Gegensatz zu anderen Kommunen eine stabile Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuer. Von daher können wir jetzt im Verwaltungshaushalt deutlich besser abschließen, als das ursprünglich gebraucht war. Also aus laufender Verwaltungstätigkeit können wir über 1 Million Euro in den Vermögenshaushalt bringen, aus dem er Investitionen tätigt. Und von daher können wir trotz sinkender Grundstücksverkäufe jetzt heuer da, sage ich mal, leicht durchatmen. Das heißt nicht, dass es im nächsten Jahr leichter wird. Im Gegenteil, wir müssen uns genau überlegen, was wir tun. Ansonsten hat der Gemeinderat sich dafür entschieden, dass wir eine sogenannte kommunale Wärmeplanung erstellen. Sie haben es ja mitbekommen, dieses Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, wird ab 01.01.24 in Kraft treten. Und parallel dazu soll ein Wärmeplanungsgesetz vom Bund noch verabschiedet werden, das dann parallel dazu auch am 01.01.24 in Kraft tritt. Und das sieht für Kommunen unter 100.000 Einwohner vor, dass bis 2028 ein kommunaler Wärmeplan erstellt wird. Das ist ein informatives Planungsinstrument, bei dem haushaltsscharf überprüft wird, wie ist die Heizlast. Und daraus wird abgeleitet, ob man vielleicht Gebiete bilden kann, die sich für eine Nahwärmeversorgung eignen oder die dezentral sich quasi selber um die Wärmeversorgung sich kümmern müssen. Wir haben da eine Förderzusage für 90% der Gesamtkosten und wir rechnen ungefähr mit Kosten von 60.000 Euro. Somit bleibt ein kleiner Anteil hier bei der Gemeinde hängen. Außerdem haben wir die Unterschriftenaktion behandelt für einen Spielplatz in dem Baugebiet Missbergwiese, also in der Gegend des Kindergarten Sternschnuppe. Hier haben wir den Grundsatzbeschluss gefasst, dass auf jeden Fall bei einer Neuausweisung des Wohngebiets zwischen dem geplanten Seniorenzentrum und der Raiffeisenstraße ein Spielplatz entstehen soll und dass jetzt für Interimslösung nochmal das Gespräch mit dem Arbeitskreis Jugend und Familie gesucht wird, dass wir entweder den Dirtpark wieder reaktivieren und vielleicht das ein oder andere Spielgerät dazustellen oder andere Lösung findet. Was Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen ist, dass der Kreisverkehr an der Startstraße mittlerweile von der Firma Kempf und der Firma Kuchler angelegt wird. Das ist ein tolles Projekt von den Auszubildenden hier. Das haben wir auch noch mit dem Gemeinderat kurz vorgestellt bekommen. Ansonsten konnten wir am Dienstag das Baugebiet Schelmengrund, zweiter Bauabschnitt, freigeben. Es fand eine Begutachtung der gesamten Baustelle statt und der Abnahme und anschließend konnte man das symbolische Band durchschneiden. Die ersten Bauwerber bauen jetzt tatsächlich schon, wie Sie wissen, Grundstücke haben wir zur Verfügung. Nächste Woche Mittwoch findet dann eine Mammut-Gemeinderatssitzung statt. Es geht um zwei Bebauungsplanthemen. Einerseits um das Sondergebiet Lager- und Aufbereitungsplatz der Firma Schneider in der Nähe von Ottersried. Hier wollen wir die Ergebnisse der ersten Auslegung abwägen und dann in die zweite Auslegung gehen, in die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden. Das
Darum findet das Ganze auch im Sportheim Gampbach statt. Und es wird sich auch über das Thema Gewerbegebiet Rohrbach nochmal unterhalten. Hier haben wir ja das Thema mit den nicht genehmigten Wohnungen. Und hier wird auch ein Aufstellungs- oder ein Änderungsbeschluss gefasst, um hier den Bebauungsplan anzupassen. Nicht in dem Sinne, dass wir jegliche Wohnungen da draußen zulassen, sondern wir werden kleinere Änderungen vornehmen. Es sind zum Beispiel Straßen vorgesehen in dem Bebauungsplan, die nie gebaut wurden. Das werden wir gerade ziehen. Und im Bereich der Rupert-Bosch-Straße, wo sich diese Mehrfamilienhäuser befinden, da werden wir eine andere Gebietsart festsetzen. Das zu den wesentlichen Änderungen. Es wird auch eine Eigentümerversammlung geben Ende November. Die Einladungen dazu gehen nächste Woche voraussichtlich dann raus. Genau, dann darf ich Ihnen jetzt ein schönes Herbstwochenende wünschen und bis zum nächsten Mal.